Was ist mit Mason? Weißt du, ich hatte mich mit ihm in der Bar verabredet. Was ist, wenn er misstrauisch wird und kommt hier hoch? Womöglich ist er schon auf dem Weg. Was sucht Mason eigentlich in Singapur? Ist er deinetwegen in Singapur? Er hat kein Recht, dir derartig nachzustellen. Oder doch? Warren, Mason ist nicht nur aus eigenem Antrieb hier. Er ist hier, weil ich ihn eingeladen habe. Das verstehe ich nicht. Wieso? Am Anfang dachte ich, das Flugticket käme von ihm und nicht von dir. Und er hat das auch nicht richtig gestellt. Und deshalb haben wir uns schon, als ich noch in Santa Barbara war, hier im Hotel verabredet. Und zwar an der Bar. An der Bar? Du triffst dich mit Mason an der Bar? Er fliegt also den ganzen weiten Weg wegen einer Cocktail-Einladung. Richtig verstanden? Das ist ja wirklich interessant. Ich nehme an, dann hast du auch gedacht, Mason hätte dir das Negligé geschenkt. Zu dumm, dass Mason unten wartet. Sonst könntest du es ihm vorführen. Wart's nur ab, die Nacht ist noch jung. Das ist abstoßend und gemein. Besser als Kabel. Oh, wie kann man nur so zynisch, so hartherzig sein? So würde ich das nicht nennen, Augusta, sondern souverän. Wenn ich mich bis jetzt noch zurückhalte, dann, weil ich im Gegensatz zu Warren abwarten kann. Mit dem Auftritt verdirbt er sich seine allerletzte Chance. Warren spielt diese Verzweiflung nicht, sondern er glaubt fälschlicherweise, dass er mit Cassie verwandt ist und deswegen keine Chance hat. Und das alles nur wegen meiner Lügen. Weißt du, was mir einfällt im Vergleich zwischen einer Katze und deinen Lügen? Eine Katze hat höchstens 9 Leben. Deine Lügen dagegen wirken weitaus länger. Sie machen dich zwar nicht gleich unsterblich, aber immerhin. Denkst du im Ernst, dass ich mich heute noch vor den Konsequenzen fürchte, wenn ich Warren aufklären will? Ich denke, du hast fürchterliche Angst, allein alt zu werden. Deswegen lügst du. Nur deswegen willst du unbedingt verhindern, dass Warren die unangenehme Wahrheit erfährt und deine Familie weiter zerfällt. Ich rate dir also, den Mund zu halten. Denn ich treffe mich jetzt wie geplant mit Cassandra in der Bar. Das heißt also, ich muss schweigen? Oder du nimmst mir alles? Wie geht das weiter? Das weiß ich noch nicht genau. Miss Ungeschickt. Liebe, was sagten Sie gerade? Miss Ungeschickt. So hat mich meine Mutter immer genannt, weil ich 2 linke Hände habe, außer es geht um so unnütze Dinge wie Malen. So, das hätten wir. Hören Sie, wo ich herkomme, da gilt es als unhöflich, jemanden so anzustarren, wie Sie mich anstarren. Und sagen Sie mir, wo Sie herkommen? North Carolina. Ein kleines Nest namens Murfreesboro. Sie starren ja immer noch so. Ja, ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss immer zu an jemanden denken, dem Sie wirklich sehr ähnlich sehen. Macht dir nichts aus, dass ich Nichols hergebeten habe. Damit bin ich einverstanden. Er war oft und gerne hier, bis ein Stern zu sinken begann. Und woran denkst du da? Gemeinnützige Arbeiten? Ich sagte ja bereits, ich habe neulich mit dem Chefarzt des städtischen Krankenhauses von Santa Barbara gesprochen. Dr. Jamieson. Du kennst den Mann? Ja, er behandelt fast die ganze Capwell-Familie und daher kennen wir uns auch. Oh, ja, natürlich.
Er will sich mit Dash erst einmal unterhalten und davon abhängig machen, ob man seine medizinische Ausbildung sinnvoll einsetzen kann. Tja, das ist mit Sicherheit eine sehr gute Idee. Hervorragend. Julia, falls du irgendwelche Einwände haben solltest, sag's mir gleich. Nein, ich sag doch, eine gute Idee, mit der allen geholfen ist. Denkst du, Nichols ist damit einverstanden? Oder meinst du, dass er mit uns Katz und Maus spielt? Nichts liegt für ihn ferner als das. Hör ich da Ironie durch? Ja, das auch. Doch in aller Fairness, Dash ist in mancher Hinsicht schon immer sehr engagiert gewesen. Aber es geht nicht um Fairness, wir sind nicht mehr vor Gericht. Und es geht auch nicht mehr um sowas wie Unparteilichkeit. Bei niemandem außer mir vielleicht. Sehr ehrenwert. Aber ich finde, dass du deswegen nicht bis zum Ende dabei bleiben musst. Keiner macht dir einen Vorwurf, wenn du einer Konfrontation mit Nichols aus dem Weg gehen willst. Alles Weitere ist dann meine Sache. Danke, sehr nett von dir. Aber aus eher persönlichen Gründen würde ich es doch vorziehen, dabei zu sein. Bist du mir böse, wenn ich frage, wieso? Nicht im Geringsten, nur gebe ich dir darauf keine Antwort. Das wird nie funktionieren. Warren sieht auf den ersten Blick, dass etwas nicht stimmt. Ich kann nicht lügen. Unsinn, du belügst doch schon seit Jahren die ganze Welt. Du hättest als Märchenerzählerin gehen können. Du findest das alles nur witzig. Meine Witze sind wenigstens wahr. Denn nichts ist witziger, als die Wahrheit zu sagen. Würdest du mich bitte mit deinen Sprüchen verschonen? Aphorismen. Was auch immer. Das ist keine einfache Lüge mehr, sondern für Warren zerstöre ich all das Glück, wovon er immer geträumt hat. Ich verlange ja nicht, dass du lügst, sondern bloß, dass du die Wahrheit verschweigst. Das läuft doch aufs Gleiche hinaus, finde ich. Vom anwaltlichen Standpunkt nicht. Und ich bin die Dumme. Tja, ich fürchte, ich muss dir auf die Sprünge helfen, wenn ich darf. Du wirst seinetwegen immer lügen müssen. Dein Sohn Warren ist nichts als ein Bastard, rein technisch gesprochen. Und so einer wird, gerade von den Lockridges, niemals tolerieren. Er ist mein Sohn. Und was hat er damit gewonnen? Wer bist du denn, Augusta? Doch nur ein ganz kleiner Zweig und nicht der Stamm der Familie. Und die Lockridges könnten dich leicht entbehren, wenn sie die Wahrheit erfahren. Wenn du Warren jetzt die Wahrheit sagst, dann nimmst du ihm damit auch seine Familie und jeden festen Halt. Glaubst du wirklich, dass er dir das jemals verzeihen würde? Du unterschätzt die Gefühle eines Sohnes für seine Mutter. Augusta, tu genau, was ich dir sage. Und du wirst sehen, wie schnell er über Cassandra wegkommt. Das dauert vielleicht eine Woche, höchstens einen Monat, aber nicht länger. Aber sagst du ihm jetzt, wer er ist, oder um genau zu sein, wer er nicht ist, dann bist du ihn los. Vergiss nie, dass zu viel Wissen auch gefährlich sein kann. Wenn jetzt die Wahrheit ans Licht kommt, glaub mir, dann hast du Warren für immer verloren. Und wie lange muss ich die Fassade aufrechterhalten? Bis dass der Tumult sich legt und kein Sturmwind mehr weht. Shaw. Nein, Shakespeare. Du siehst, klassische Bildung ist doch oft nützlich. Was mich am meisten daran stört. Abgesehen von der Tatsache, dass ich dich nicht mehr anfassen darf. Oder dich umarmen. Geschweige denn mit dir ins Bett gehen. Ich hasse das Gefühl, dass, obwohl es so wunderbar war, du dich jetzt dafür schämst. Ich schäme mich dafür nicht. Ich wollte es doch auch so und keiner wusste, dass es von Anfang an falsch war. Ich war so unendlich glücklich und ich bereue es wirklich nicht, doch es war falsch. Es geht nicht mehr, versteh das endlich. Ganz einfach. Klick, aus und vorbei. Etwa so? Das kann ich nicht, fürchte ich. Vielleicht kannst du das, aber ich nicht. Und dir wird ja auch noch geholfen dabei. Von Mason, der schon an der Bar wartet. Wir beide müssen das alles vergessen, Warren. Ich sag dir eins, Cassie. Ich kann und ich will nichts vergessen. Wieso machst du es uns nur so verdammt schwer? Wieso hast du nicht gleich nach unserem Telefonat eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann? Aber wie sollte ich denn? Mir war nur klar, du liebst mich genauso sehr, wie ich dich immer noch liebe.
liebst, Mason. Nein, das stimmt nicht. Nein, Warren, ich empfinde für Mason etwas anderes als das, was ich für dich empfunden habe. Es gibt nicht nur eine Art und Weise, jemanden zu mögen. Aber wieso, Mason? Er ist nicht mal ein Mensch. Oh, doch, das ist er. Er geht bloß nicht dauernd damit hausieren, verstehst du? Seine Verletzbarkeit und sein Mitgefühl sind Seiten, die kaum jemand an ihm kennt. Und was erwartest du für dich? Sag mir, was in aller Welt erhoffst du dir wirklich davon? Zukunft vielleicht. Eine Zukunft. Ich werde jetzt gehen. Mason wird misstrauisch. Bitte. Jetzt mach es mir nicht schwerer, als es sowieso schon ist, okay? Halt dich da raus und lass mir etwas Zeit für mich. Hallo? Ja, guten Abend. Hier ist Mr. Lockridge. Ich wüsste gern, ob meine Mutter eingetroffen ist. Das wäre nett. Gut, würden Sie dann durchstellen, bitte? Ach so, dann notieren Sie bitte. Gleich, wenn sie zurück ins Hotel kommt, möchte Ihr Sohn Sie unten an der Bar treffen. Danke sehr. Lassen Sie es stehen, ich bringe das selbst hoch. Nein, schließlich verdiene ich damit mein Geld. Ich dachte, das sei Schweigegeld. Daddy! Das war doch nur ein Scherz. Ja, wer weiß. Sie gehört doch beinahe zur Familie. Schön, dich zu sehen. Ja, geht mir auch so. Hör zu, ich hatte wegen Rosa eine ziemlich gute Idee, denn gestern, als ich im Club war, traf ich zufällig Dr. Jameson und er erwähnte, dass das City-Krankenhaus noch dringend Geldgeber sucht. Ich bin da im Vorstand, nur was hat das mit Rosa zu tun? Oh, ich dachte, du spendest vielleicht etwas in ihrem Namen. Es wäre für eine gute Sache und es bedeutet für Rosa sicher sehr viel, denn schließlich liegt ihre Tochter immer noch dort als Patientin. Ich hab dich schon verstanden, es ist eine wirklich gute Idee. Außerdem würde es das Image deines Vaters aufmöbeln. Wie bitte? Du meinst diesen bösen Wolf? Ja, genau den meine ich. Nur böse könnte er dir nie sein. Dir erfüllt er jeden Wunsch. Wirklich jeden. Ach, übrigens, wo ist denn deine Mutter? Wollen wir drei zusammen essen? Ich fürchte, du wirst mit mir Vorlieb nehmen müssen. Wo ist deine Mutter? Sie ist weggefahren. Weggefahren? Das war doch überhaupt nicht geplant. Tja, ich glaube, das kommt ganz spontan. Und wo ist sie hin? Dann fahre ich ihr eben hinterher. Keine Ahnung, das hat sie nicht gesagt. Ich hatte den Eindruck, sie wollte einfach mal eine Weile allein sein. Und das, obwohl sie wusste, dass ich zurückkommen würde? Daddy, sie ist sicher nicht deinetwegen weggefahren, sondern es geht um Eden. Cruz hat ein Gemälde gekauft, und zwar von den Klippen, von denen Eden abgestürzt ist. Und darüber hat sie sich furchtbar aufgeregt. Wieso kauft er ein Gemälde von diesen unglückseligen Klippen? Die Malerin ist ihm wahrscheinlich wichtiger als das Bild. Das ist auch verständlich. Denn sie sieht Eden sehr ähnlich. Die Hausdame kam hier und erklärte mir, wieso sich Edens Mutter Sophia so aufgeregt hat über das Bild und über mich. Heißt das, Sie kennen Sophia? Oh, nein, nein, eigentlich nicht. Ich meine, sie war nur einmal kurz hier. Und als sie das Bild gesehen hat, ist sie fast zusammengebrochen. Im Nachhinein kann ich auch nachvollziehen, wieso. Für sie war das sicher ein Schock, gell? Eden und ihre Mutter hatten sehr wenig Kontakt. Vor Edens Unfall, sie hatten Probleme miteinander, die jetzt ungelöst bleiben und mit denen Sophia als Mutter nicht so leicht fertig wird. Es geht mir weniger um die Toten, denn die sind tot, aber oft ist der Einfluss auf die Lebenden verheerend.
Das klingt, als ob Sie aus eigener Erfahrung sprechen. Ach, na ja. Ich habe meine Mutter vor einigen Jahren verloren. Wir haben uns nie besonders nahe gestanden, nicht mal zu unseren besten Zeiten. Doch als es zu Ende ging, war überhaupt keine Ebene für ein Gespräch mehr da. Wenn ich zurückblicke, dann fallen mir jetzt noch so viele Dinge ein, die ich ihr hätte sagen sollen. Woran denken Sie gerade? Ich fürchte, die Lichtreflexe auf dem Wasser werden mir nie richtig gelingen. Ich fand's eigentlich schon sehr gut sogar. Aber vermutlich gehen Sie deshalb so oft zu den Klippen, habe ich recht? Naja, eigentlich weiß ich nicht, wieso ich mich von Ihnen angezogen fühle. Ich meine, schon am ersten Tag, als ich vom Flughafen kam, ließ ich das Taxi erstmals zum Strand fahren. Und dann zog ich die Schuhe aus und bin runter zum Wasser gelaufen. Das war so ein tolles Gefühl, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Alles ist mir dort irgendwie vertraut vorgekommen. Jetzt finden Sie mich sicher ein bisschen lächerlich. Entschuldigen Sie, ich muss wieder an die Arbeit. Das ist ganz und gar nicht lächerlich. Dash Nichols, Dr. Grant Jameson. Guten Tag, Sir. Es freut mich. Sie wissen ja, worum es geht, Dr. Jameson. Also, das Beste ist, wir lassen Sie jetzt allein. Oder was dachtest du? Nein, schon gut. Gehen wir. Und wie sehen dann für mich die weiteren Schritte aus? Sie haben keine Bewährungsstrafe. Sie müssen hier keine Auflagen erfüllen. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Das wär's dann. Danke. Bitte. Dr. Jameson, hören Sie, ich wollte Ihnen sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin für Ihre Entscheidung, mich wieder im Krankenhaus... Noch ist hier gar nichts entschieden, noch nicht. Und bevor ich entscheide, sollte eins klar sein. Ich mache das hier nicht für Sie. Ich halte das, was Sie Julia angetan haben, für mehr als bloß unmoralisch. Wenn es nach mir ginge, würden Sie dafür ins Gefängnis kommen. Ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen, okay? Ich dachte, wir diskutieren hier meine medizinischen Kenntnisse und ob ich qualifiziert genug bin. Und ich bin, soweit ich weiß, kein schlechter Arzt. Das werde ich selbst beurteilen. Und bilden Sie sich ja nicht ein, Sie wären etwas Besonderes. Ich erwarte, dass Sie mit meinem Team zusammenarbeiten und dessen überdurchschnittliche Leistungen schaffen. Ich bin es nicht anders gewohnt, Sir. Na, das wollen wir erst mal sehen. Aber wie auch immer, ich behalte Sie im Auge und bei der kleinsten Unregelmäßigkeit werde ich nicht zögern, die Konsequenzen zu ziehen. Ist das klar, Doktor? Ja, sicher, Sir, ja. Ist völlig klar. Was? Hey, Cruz, hi. Was macht das Gesetz? Alles klar, Mann. Ich wollte dich was fragen. Macht es dir was aus, wenn ich deine Aushilfe Susanne mal für eine Stunde entführe? Die hat doch nichts verbrochen, oder? Nein, nein, das nicht. Ich will ihr was zeigen. Ich dachte mir, weil es hier gerade so ruhig ist... Ist gut, das geht schon klar, ja. Prima, danke. Ach, und wenn ich schon mal dabei bin und dir auf den Wecker falle, kann ich mal eben kurz dein Telefon benutzen? Oh, keine Frage, da steht's. Okay, danke. Mama, ich bin's. Gut, wolltest du nicht heute mit den Kindern zum Strand gehen? Ja, was? Sehr gut. Nur ich kann nicht. Ich bekomme heute Besuch zu Hause und ich find's besser, wenn die Kinder dann nicht da wären, weißt du? Ja, mach ich nachher. Ich dich auch. Gut, bis dann. Aber wer hätte das gedacht? Die Welt ist eben manchmal kleiner, als man denkt. Manchmal schon. Hier, setz dich doch und trink was mit mir, sowas mit vielen tropischen Früchten und einem Schirmchen drauf.
Und dann erzählst du mir, was oder besser wer steckt hinter dem Plan. Das müsstest du inzwischen schon ahnen. Ich weiß nur, ich bin nicht derjenige, von dem du all diese anonymen Geschenke und diese Briefchen bekommen hast, aber wenn ich es mir recht überlege, genau das war vielleicht mein Fehler. Sag's mir, wer ist mein Rivale? Na, ich. Du? Irgendwie musste ich dich ja herlocken, also habe ich sorgfältig eine Spur gelegt, was einfacher klingt, als es war. All die vielen Geschenke, der Champagner. Das Negligé. Das kam auch von mir und für dich tat ich so, als würde ich denken, dass alles von dir gekommen ist. Und ich spiel den eifersüchtigen Trottel. Deine Köder waren aber ziemlich kostspielig. Andere verwenden dazu einfache Brotkrumen. Ich wusste ja nicht, wie gierig du warst. Fast verhungert. Das war unerträglich für mich, diese Ungewissheit. Allein die Vorstellung, dass du mit einem anderen hier in Singapur sein könntest, schon allein die macht mich verrückt. Und wen hast du im Verdacht? Keinen, nur einfach einen Mann, der dir leidenschaftlich verfallen ist. Du könntest ihn ja immer noch hier im Hotel versteckt haben und jetzt wartet er schon ungeduldig, dass du endlich zurückkommst. Oh, Mason, dein ewiges Misstrauen. Hier ist niemand außer dir. Aber wenn du mir wirklich nicht traust, dann komm mit nach oben und such unterm Bett. Oder besser noch, im Bett. Zusammen mit mir. Was ist, kommst du? Ich wollte uns gerade Champagner bestellen und darauf anstoßen, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich dich gefunden habe. Warren? Mutter! Oh, Warren, endlich! Oh. Lass dich an. Nur Haut und Knochen, mehr nicht. Oh, das war die anders. Du siehst gut aus. Schön, dass du da bist. Hab ich dich vermisst. Das letzte Mal ist Evie hier. Wann genau war das? Lange her. Oh ja, und jetzt? Was hat es mit diesem Brief auf sich? Ja, Mutter, gleich. Klang sehr romantisch. Gleich, komm, setzen wir uns erst mal. Okay. Es darf nie wieder so lange dauern. Nie wieder. Nie wieder. Oh ja, setzen wir uns hierher. Ich sitze lieber hier. Die Zeitverschiebung, der Jetlag. Mutter, fang bitte nicht damit an. Du siehst wunderbar aus. Jetzt setz dich hin. Weiß ich ja, aber ich sitze lieber hier. Der ist schon gut. Jetzt komm mir entgegen und nimm den. Du kriegst mich immer rum. So, was möchtest du trinken? Cyanid. Nein, ich nehme einen Shinzano. Ja, fein. Sie haben es aber wirklich schön hier. Das hat wahrscheinlich Ihre Frau eingerichtet. Ja. Und wo ist dieser tolle Ausblick, den Sie mir zeigen wollten? Der ist da. Fantastisch. Traumhaft schön. Das zu malen ist nicht leicht. Oh, wenn Sie es probieren wollen, sind Sie ja immer willkommen. Und hier sitzen sie im Windschatten. Da unten am Strand weht sehr oft so kräftig, dass ihnen das Papier wegfliegt. Ach, damit wird man schon fertig. Aber trotzdem vielen Dank für Ihr Angebot. Keine Ursache. Ich komme gern darauf zurück. Okay. Und haben Sie ein Mädchen oder einen Jungen? Oh, von jedem etwas. Ein Mädchen und ein Junge. Oh, toll. Genauso hätte ich es später auch gern mal. Ja, das ist toll. Die beiden sind mein Ein und Alles. Sicher, sie kosten oft auch reichlich Nerven, aber dafür sind sie ja Kinder. Ja, das ist überall so. Ich ging meiner Mom auch auf die Nerven. Ich finde, zu ihnen passt das nicht. Naja, bei uns war es so. Mutter war schwer krank und ich musste schon als Teenager für sie sorgen. Und insofern hatte ich nichts von meiner Jugend und richtige Freundschaften kamen so auch nicht zustande. Ausgehen war auch nicht drin. Mom hasste alles, was sie nicht kontrollieren konnte. Deswegen hasste sie auch meine Malerei. Doch manchmal denke ich, dass sie mich wegen dieser Freiheit so richtig beneidet hat. Erst seit Mom nicht mehr da ist, führe ich ein eigenes Leben.
Oh, bitte verzeihen Sie. Ich plappere so. Nein. Ich würde gern mehr hören. Das interessiert mich. Ehrlich. Sagen Sie, was halten Sie von einer kleinen Erfrischung? Im Kühlschrank steht sicher noch etwas. Ich bin gleich wieder da. Okay, vielen Dank. Einen Moment. Mr. C. Ich hoffe, ich störe nicht. Darf ich nicht reinkommen, bitte? Sicher. Was gibt's? Wenn ich das wüsste. Rosa hat mir gerade von einem Bild erzählt, über das Sophia sich so sehr aufgeregt hat, dass sie erst mal ein paar Tage wegfahren musste, um sich zu beruhigen. Naja, ich denke, es ging nicht so sehr um das Bild. Oh mein Gott. Mr. C., das ist Suzanne Collier. Suzanne, das ist mein Schwiegervater C.C. Capville. Sehr angenehm, Sir. Meine Frau, kennen Sie inzwischen? Wir haben uns nur kurz mal gesehen. Haben Sie das Bild da gemalt? Ja, richtig. Offensichtlich sind Sie talentiert. Oh, danke sehr. Ich will Sie jetzt nicht länger stören. Wenn Sie möchten, bringe ich Sie mit dem Wagen. Nein, nicht nötig. Ich laufe das Stück. Mr. Capwell? Also, bis bald. Tja, bis bald. Wieso, Cruz? Wieso tust du dir sowas an? Das ist doch völlig überflüssig. Haben wir nicht genug gelitten, wir alle? Redest du von dem Bild? Was soll mit dem Bild sein? Es ist nur ein Bild. Nur ein paar Felsen und das Meer. Und ein bisschen Sand. Weiter nichts eigentlich. Aber ich habe das Bild natürlich gekauft, weil es mich an Sie erinnert. Allmählich geht deine krankhafte Faszination fürs Morbide mit dir durch. Der Rest der Familie findet das auch. Und überhaupt, wer ist diese Suzanne Collier? Wie? Wer? Was soll das? Du meinst, an wen sie mich erinnert? Das ist es doch, worauf du in Wirklichkeit hinaus willst. Nein, tu dir das bitte nicht an. Der Schmerz wird immer schlimmer, du quälst dich nur. Lass die Wunden endlich heilen. Ach ja? Genau das mache ich gerade, Mr. C. Aber das ist doch nicht der Weg! Das glaubst du? Ich finde, du machst es dir leicht. Wie bitte? Ich bin ihr Vater und überhaupt, was fällt dir denn ein? Denkst du, das bringt die Eden zurück? Das ist eben nicht nur ein einfaches Bild von Felsen und Wasser und Sand. Genau da ist meine Tochter ertrunken. Das Bild erinnert nicht an ihr Leben, sondern bloß an ihren Tod. Oder baust du hier ein Altar? Das steht dir nicht zu. Das ist eine Beleidigung für sie und für uns. Es ist ein Sakrileg. Na gut, behalte die Bilder ruhig und zwar zusammen mit dieser selbsternannten Künstlerin. Diese Frau will ich nicht noch mal sehen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Aber sicher, Sissi. Und ich finde, du hast jetzt genug gesagt. Möglicherweise aber. Ich fürchte, ohne Wirkung. Mom, musst du unbedingt so schnell trinken? Die müssen ja denken, wir hätten keinen Stil. Ah, Stil. Es ist ein bisschen her, dass Stil gezählt hat. Allerdings noch nicht sehr lange. Garbo hatte Stil. Hepburn hatte ihn erst später.
Die Monroe hatte auch Stil. Jackie O. Barbara Bush auch beinahe, aber ihr Geschmack, was Kleider anging, war fürchterlich. Mom, ich schlafe gleich ein. Das waren Zeiten, in denen man als Frau noch Frau bleiben konnte, ohne diesen ganzen Emanzenkram. Die konnten sich jede Menge leisten, ohne dass es jemanden gestört hat. Sie flogen durch die ganze Welt, trafen, wen sie wollten, trugen, was ihnen gefiel. Sie taten einfach, was sie wollten. Was willst du damit sagen? Was ich damit sagen will, mein lieber Warren, ist, dass obwohl wir denken, wir seien inzwischen weitergekommen, wir eigentlich immer nur auf der Stelle getreten sind. Männer dürfen alles, sie sind frei und tun, was sie wollen, aber wir Frauen sind heute noch bloß die Sklaven unserer Biologie. Wenn ein Mann einen unehelichen Sohn hat, dann ist das normal und er ist noch stolz darauf. Aber wenn das einer Frau passiert, dann ist das gleich etwas anderes und sie wird schief angesehen. Sie erntet bloß Verachtung und Hohn. Und daran hat sich bis heute kein bisschen geändert. Und in so einem Fall hilft Stil dann leider auch nicht. Es sei denn, vielleicht du heißt Vanessa Redgrave, Madonna. Bloß, wenn man, um als emanzipiert zu gelten, sowas Blödes tragen muss wie ein Stahlkappenbüstenhalter, dann verzichte ich gern. Möchtest du dich jetzt nicht ein wenig ausruhen? Ganz sicher nicht. Denkst du, ich komme den weiten Weg und dann gehe ich ins Bett? Ich bin auch viel zu aufgeregt dafür. Wir haben Grund zum Feiern. Um mich mach dir bitte keine Sorgen. Du bist derjenige mit einem gebrochenen Herzen und jetzt rauchst du auch noch Zigarren. Wer redet von einem gebrochenen Herzen? Mütter erkennen sowas sofort und sie wissen auch, dass Söhne in solchen Dingen viel zu schnell aufgeben. Es muss doch nicht endgültig aus sein mit der jungen Lady. Ein bisschen Geduld und du wirst schon sehen. Ich glaube, bei uns ist es endgültig. Du darfst nicht aufgeben. Denn es passieren ja noch immer Wunder. Weißt du etwa mehr als ich? Natürlich, von gewissen Dingen schon. Dafür merke ich mir anderes nie. Lionel hat sich oft beklagt, ich wüsste nie, wann ein Fest zu Ende ist. Und damit hat er womöglich recht, aber ist das so schlimm, frage ich dich? Mutter, ich kann dir leider nicht folgen. Ich habe geträumt. Entschuldige. Ich frage mich ja auch, wie endgültig der Bruch mit Lionel ist. Was für ein Bruch? Heißt das, du und Daddy, ihr wart mal wieder zusammen? Ja, und es endete wieder mal ganz schlimm. Jetzt scheint es endgültig vorbei zu sein. Ich bin fest entschlossen, ab jetzt werde ich eine wundervolle Mutter für meine Kinder. Ich weiß, ich war als Mutter furchtbar und das ist vielleicht heute nicht mehr gut zu machen, aber ich will, dass du dieselbe Art von Liebe findest, die Lionel und ich früher erlebt haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mom, für mich ist Liebe inzwischen zu einer Phrase geworden. Und das brauche ich nicht auch noch. Das darfst du nicht sagen. Sowas darfst du nicht mal denken. Ich muss jetzt meine Nase pudern. Und dann gehen wir zum Essen irgendwo. Nein, warte mal. Ja? Wird das nicht ein bisschen Keine viel? Keine Angst, ich vertrage alles. Alles. Oh, mit Ausnahme von dem Geruch dieses Tellers. Entschuldige bitte. Okay, das war jetzt genug, finde ich. Ich nehme jetzt mal die Gläser. Dann begeben wir uns nach oben. Aber die Nacht ist noch jung, um nicht zu sagen jungfräulich. Bilde ich mir das ein oder hast du womöglich Angst, mit mir allein zu bleiben? Ich befürchte nur, dass ich eventuell die Kontrolle verliere, wenn du in deinem neuen Negligé auftauchst. Ich glaube, ich weiß einen Ausweg. Ich muss das dumme Ding doch gar nicht erst anziehen. Ich denke gerade, wieso gehst du nicht schon mal vor und triffst alle wichtigen Vorbereitungen? Ich warte einen Augenblick und dann komme ich nach. Mich wirst du jetzt nicht mehr los. Mal abgesehen davon, dass du mir ja helfen könntest. Was du die Verschlüsse haken meistens. Ein harter Job, aber es muss ja wohl sein. Thank you.
Angela und ich werden Ihrer Einladung natürlich gerne folgen, aber wie ich schon sagte, für neue Ämter stehe ich nicht zur Verfügung. Abwarten, David. Überlegen Sie sich's. Sie meinen es sicher gut mit mir. Was haben Sie denn gedacht? Sophia ist noch verreist. Doch wenn sie zurückkommt, dann treffen wir uns und besprechen, wie es weitergeht. Julia, ich rufe dich an. Ja, gut. Ihm passt deine Strategie nicht. Sisi denkt offensichtlich, mein Platz sei in der Politik und nicht im Gerichtssaal. Er sagt mir immer wieder, es sei mein größter Fehler gewesen, das Amt des Bezirksrichters anzunehmen. Vergiss doch mal, Sisi. Glaubst du, es war falsch? Bestimmt nicht. Ich liebe meinen Beruf und ich habe nichts zu bereuen. Das ist heute selten und ich beneide dich darum. So beneidenswert ist das nun auch wieder nicht, Julia. Ich weiß oft nicht weiter, weil ich zu viele Kompromisse eingehen muss. Ich beklag mich deswegen nicht, aber es ist eben nicht leicht. Würdest du daran etwas ändern wollen? Die Frage ist müßig. Es geht nur ums Durchhalten. Hi. Hallo. Ich wollte mich nur entschuldigen. Schwiegervater, denn er war wirklich schroff zu ihm. Ach, er konnte nichts dafür, denn ich muss ihn offenbar an etwas erinnern, das er verloren hat. Vielleicht, nur dafür können Sie nichts. Das spielt keine Rolle. Ich meine, egal was passiert, die Familie geht immer vor. Wenn ein Mitglied der Familie dann plötzlich stirbt, geraten alle aus dem Gleichgewicht. Obwohl ich sie nicht geliebt habe, vermisse ich meine Mutter. Auch wenn Sie an all die Kontrollen denken und was da noch so war. Auch dann. Ich ließ es ja zu, oder? Offensichtlich war da etwas in mir, das wollte dominiert werden. Können Sie sich vorstellen, dass wir keine Musik im Haus hörten? Und Tanzen war strengstens verboten. Wieso? Naja, das war ja alles zu wild und zu spontan. Nein, das ist Unsinn. Was denn? Sie möchten was? Naja, da steht eine Jukebox in der Ecke. Meinen Sie, Sie könnten mir das Tanzen zeigen? Sie wollen jetzt und hier eine Tanzstunde? Ich sagte doch gleich, es war eine dumme Idee. Nein, das finde ich nicht, nur ich... Ich meine, das ist natürlich Unsinn. Ich meine, Tanzen ist sicher im Moment das Letzte, worauf Sie Lust haben. Ich möchte mich am liebsten verkriechen. Nein, bitte, ich bitte entschuldigen Sie, ich... Ich bin nur aus der Übung, wissen Sie. Bloß, naja, wieso eigentlich nicht? Wir können es ja versuchen. Ich kann aber überhaupt nicht tanzen. Tja, ist der Sound okay? Also schön. Erstmal die Hand auf meine Schulter legen. So, ja. Ja. Genau so. So, und jetzt die Hand. Oh nein, das ist ja peinlich. Nein, es ist bloß, der Stuhl ist im Weg. Nein, das ist verrückt. Nein, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Also, wollen Sie tanzen, oder nicht? Aber wenn ich es nicht kann? Naja, dann probieren wir einen anderen Tanz. Oder wir üben weiter. Also, darf ich bitten? Making us whole.
Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.